Jo, scheiße, es regnet, du. Kommt alle mit rein. Können wir anfangen, ja? Okay. Hallo, ich bin Dennis und ich... Hallo, ich bin Mille und ich bin ledig. Hallo, ich bin Mille und ich betreibe seit einem Jahr meinen eigenen YouTube-Kanal. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Hey, was machst du da? Ja, da gibt's halt viel Scheiße zu sehen, ja. Das sind wir mal ehrlich. Ey, wirklich, zum Fremdschämen manche Sachen. Es treibt den Jungen noch irgendwann in den Wahnsinn. Was machst du da? Sind wir mal ehrlich, das ist nur Scheiß. Was ich an diesem Kanal gut finde, ja, er ist authentisch. Der Kanal ist authentisch, aber auch wirklich teilweise zum Fremdschämen. Was ist das denn? So richtig bescheuert und manchmal geht's einem echt an die Grenzen. Und manchmal ist es echt nichts für schwache Nerven. Das musst du einfach reinziehen. Was ist das für eine Kacke? Wohin soll das denn bitte schön führen? Ich sag euch ganz ehrlich, hast du den Kanal abonniert? Hast du abonniert? Hast du ihn abonniert? Ja, keiner abonniert den. Keiner. Ja, habe ich mir gedacht. Seit einem Jahr gibt es diesen YouTube-Kanal. Ja, ich singe auch. Ja. Ja. Ja, ich singe auch. Ja. Ja. Ich mach Hip-Hop. Deutsch-Rap. Was machst du da? Rapp mir mal was vor. Aber ey, leck mich am Zückerli. Battle-Rapper? Nein. No way, no way. Niemals! Niemals Battle-Rapper! Niemals! Was machst du da? Niemals. Und mit dieser Melodie fing alles an. Huch, ah ne, Entschuldigung. Der Rest ist Geschichte. Leute, hallo und herzlich willkommen zu meiner speziellen Folge, zu meinem Jahresrückblick. Ein Jahr, ey, was machst du da? Wow. Wie geil ist das denn? Am 22.01.2021 war es soweit. Genau an diesem Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, von dort an, genau an diesem Tag ist es passiert. Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Mille, werde jetzt regelmäßig Videos auf YouTube hochladen. Leute, ich habe einen Jahresrückblick zusammengeschnitten, was für Mist ich alles ins Internet geladen habe. Viele meiner Folgen, die ich hochgeladen habe, die kenne ich gar nicht mehr. Ich weiß schon gar nicht mehr alles, was passiert ist. Deswegen freue ich mich darauf, mit euch zusammen die Highlights meiner vergangenen Folgen anzuschauen. Also Leute, viel Spaß. Und dann geht's los. Wir starten. Angefangen hat natürlich alles mit Folge 1. Ihr könnt euch freuen oder auch nicht. Aber ich werde jetzt regelmäßig Videos auf YouTube hochladen. In Folge 2 wollte ich dann dieses Gefühl beschreiben. Beschreiben, wie es ist, wenn man meinen Kanal abonniert. Das ist so, wie wenn man eine Salami in eine Turnhalle werfen würde. Was machst du da? In Folge 3 habe ich es öffentlich gemacht. Jawohl! Da ich mich jetzt schon für die ganze Welt zum Affen mache, wäre es natürlich sinnvoll, meine Eltern erstmal darüber zu informieren. Mom? Dad? Ich mache jetzt YouTube, okay?
Soll ja auch nicht so rüberkommen, als ob man... Also mal kurz ein Statement so dazu. Ich denke mir halt alles selber aus, mach mir dementsprechend Notizen und für normalerweise drehe ich eine Folge auch an einem Tag. Sprich, ich habe mir schon meine Stichwörter aufgeschrieben, daran hange ich mich ein bisschen lang, nehme das dementsprechend auf. Take 1, Take 2, Take 3, Take 4. Weil wenn ich zu lange drüber nachdenke, dann fällt mir vielleicht auch da was ein und das könnte ich ja da noch besser machen und das könnte ich da vielleicht noch verändern. Hab viel Output, lade ich immer alles hoch und habe dann aber eine Folge innerhalb von einem Tag gedreht und brauche dann nicht für 5 Folgen ein halbes Jahr. Es nimmt auf jeden Fall sehr viel Zeit in Anspruch, aber mir macht es halt riesig Spaß. Und von daher bin ich mal gespannt, was die Zukunft denn noch bringen wird. Als ob meine Videos jetzt irgendwie für irgendjemanden sexy sein sollten oder so. Oh Mann, ich fing an, plötzlich alles in der Welt mit euch teilen zu wollen. Wir haben zusammen die Wäsche gemacht. Oh mein Gott, ich hasse es, Wäsche aufzuhängen. Wer kennt es nicht? Man will die Wäsche zusammenfalten, richtig ordentlich, aber letzten Endes sieht es aus wie Kacke. Ich schaffe es nie, die Wäsche richtig ordentlich zusammenzufalten. Diese Hose beispielsweise. Ich schaffe es nicht, sie ordentlich zusammenzulegen. Es sieht immer kacke aus. Wie kann man nur so blöd sein und die Wäsche nicht richtig zusammenlegen können? Dieses T-Shirt, oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Guckt euch mal an, wie dumm ich bin. Das ist unfassbar. Das hier ist meine dreiviertel Sporthose. Die habe ich selber umgenäht. Guckt euch das mal an, wie scheiße diese Hose genäht ist. Darauf bin ich überhaupt nicht stolz. Guckt euch an, wie kacke das ist. In Folge 8 habe ich teilweise meine Mannschaftskollegen vorgestellt, auch ohne deren Einverständnis. Hier habe ich euch gezeigt, wo ich herkomme und was ich lebe. Den Fußball. Guckt euch mal den an. Das ist mein Fußballtrainer. Also nicht böse gemeint, aber ich finde, er sieht ein bisschen aus wie ein Yeti. Seinen Namen darf ich jetzt nicht nennen, jedoch ist er ein sehr netter Mensch. Er hat sogar noch einen kleinen Bruder, der fast genauso aussieht wie er. Eddie the Eagle. Anfangs konnte ich sie nicht unterscheiden. Hey Arthur, na, alles klar? Bin ich Arthur, ich bin Eddie. Oh, sorry. Hi Eddie, alles gut oder was? Bin ich Eddie, ich bin Arthur. Ich liebe meine Mannschaft, aber das Training ist mir oft sehr zu kompliziert. Lauf zu Station A, pass dann ein Doppelpass zu dem Dritten, der entgegenkommt, dann wieder klatschen lässt, spielt über Außen, Grundlinie runter auf den zweiten Pfosten, dann nochmal über den Flügel, der flankt das Ding auf den zweiten Pfosten und schon ist das Ding drinne. Ich verstehe manchmal gar nicht. Kommt, wir bauen einen Schneemann. Wir haben zusammen einen Schneemann gebaut. So wieder eine richtig schöne fette Kugel. Die wiederum darf nicht so fett wie die anderen schönen fetten Kugeln sein. Als nächstes braucht unser Schneemann noch 2 Arme, ein Gesicht und fertig ist der Schneemann. Nicht. Einen Schneemann zu bauen ist immer was Schönes. Es kann so viel Spaß machen. Ich habe mich für euch schminken lassen. Oh Mann, wie kacke sah das denn aus? Ey, was ist das denn? Wie sehe ich denn aus? Oh mein Gott! Dann habe ich euch noch mein Lieblingstrinkspiel gezeigt. Looping Louie. Ey, dieses Spiel hat mich schon überall mit hinbegleitet. Es ist das erste, was ich mache, wenn ich meinen Koffer packen muss. Looping Louie, mein treuer Begleiter. Schade, dass ich es zurzeit alleine spielen muss. Jetzt geht's wieder los, Mann. Habt ihr alle Chicken aufgeladen, Alter? Eine neue Reise. Looping Louie! Das Ziel ist es, seine Chicken zu verteidigen und die Chicken von dem anderen wegzuballern. Denn wer bei diesem Spiel alle seine Chicken verloren hat, muss trinken. Nein, ich muss trinken, nein. Eine besondere Regel gibt es aber dennoch. Hast du alle Chicken verloren und deine Gegner kein einziges, hast du zu 0 verloren und musst als Verlierer Bierbong trinken. Wie scheiße ist das denn? Oh, alle Chicken verloren. Tut mir das leid, du musst jetzt leider Bierbong trinken. Nein. Ah, herrlich. Das waren schon mal die Highlights aus den ersten 10 Folgen. Und ich muss sagen, von Folge zu Folge wurde es immer besser und besser. Produktiver, sinnvoller. Sinnvoller würde ich gar nicht erst sagen. Dieser Kanal macht einfach keinen Sinn. Aber seht selbst. In Folge 11 habe ich euch meine Hunde vorgestellt. Ah, was für tolle Wesen es doch sind. Also, was machst du da, wenn der Hund sehr, sehr dolle mufft? Genau, ab in die Dusche.
einschamponieren, duschen, abtrocknen, dann nochmal föhnen. Ey, das volle Programm. Zu Folge 12 muss ich gar nicht viel sagen. Folge Nummer 12! Ey, diese verdammte Folge 13. Schaut euch an, was sie mit meinem wunderschönen und tollen Gesicht gemacht haben. Und sowas nennt sich gute Freunde. Ihr seid total erschöpft. Und nach einer durchzechten Nacht pennt ihr bei eurem Kumpel auf der Couch ein. Ey, mein schlimmster Fehler. Guckt euch das mal an. Diese Schweine haben mich angemalt. Guckt mal, wie viel schwarzer Edding mein Gesicht verziert. Meine Nase glänzt ja richtig. Folge 14. Zu einer neuen Folge von Hans Sapai und seinen Freunden Ulf Kirsten und Yannick Schnittlauch. Mir wurde gesagt, wenn mein Kreislauf ganz niedrig ist, dann soll ich in den Schnee springen. Was war denn das bitte für eine scheiß Idee? Ja! Was ist das denn? Folge 16, um wirklich jeden auf diesem Planeten hier klarzumachen, dass ich Kaffee hasse. Ich liebe Kakao. Wann verstehen die Leute endlich, dass ich Kaffee hasse? Willst du einen Kaffee, Mille? Soll ich dir einen Kaffee mitbringen? Hey, willst du einen Kaffee? Schwarz oder Milch oder Weiß oder... Ich will keinen Kaffee. Wenn, dann will ich einen Kakao, Mann. Folge 17. In dieser Folge hatte ich die Erleuchtung. Du und dein YouTube-Kanal. Ey, was machst du da? Du wirst ein riesengroßer... Niemand sein. Folge 20. Ey, was machst du da? Ey, bis mir irgendwann mal jemand gesagt hat, Mille, nimm doch mal das Handy und dreh es einfach. Dann hast du Breitbildfunktion. Ey, wie geil ist das denn? Und ab sofort gab es Milles YouTube-Kanal. Ey, was machst du da? Nun auch in Breitbild. Ey, was machst du da in Breitbildfunktion? Es gab Erfreuliches zu berichten. Pede wird Vater? Ey, wie geil ist das denn? Was gibt's heute zum Mittagessen? Was? Tofu-Brötchen mit Kürbissuppe? Was ist das denn? In Folge 23 hatte ich ein sehr traumatisches Erlebnis. Schieße sie runter auf den Boden! Okay, okay, ja, hey, bitte. Hey. Runter auf den Boden! Ich habe euch einen Einblick in meine Arbeitswelt gezeigt. Von da an gab es musikalisch keine Grenzen mehr für mich. Oder du hast Lust, jeden Tag 40 Sitze zu bauen? Wie geil ist das denn? Dann bist du hier genau richtig. Die einzige Qualifikation, die du nur mitbringen musst, ist, du musst die deutschen Wörter auch lesen können. Schnapp dir eine Baukarte und los geht die wilde Reise. Was braucht der Sitz? Mit Zwiebeln, ohne scharfe Soße, Klimatronic. Wo kommt der Sitz her? Aus Ebis Bierstube. Und dann kannst du genau sehen, was der Kunde will und du baust drauf los. Ich habe die Woche eigentlich Spätschicht. Carsten! Carsten, grüß dich! Und eben gerade, wo ich loslegen wollte, einen Ledersitz wegzuatmen. Carsten, wir können nach raus! Mach's gut, Mann! Du bist korrekt, Alter! Du bist cool, Junge! Komm doch mal vorbei auf den Döner! Carsten, du bist doch bei der Feuerwehr, oder? Morgen erzählst du mir erstmal, wie du den Schlauch hältst, okay? Mach's gut, Carsten! Bis Donnerstag! Bitte Obacht! Der Mille ist jetzt wieder mit dem Roller unterwegs! Da vorne! Hey! Klaukin! Danach versuchen wir erstmal, das neue Kennzeichen an den Roller zu schrauben. Wie soll das gehen, Mann? Was ist das denn? Manche Leute denken, ich sehe richtig kacke auf dem Roller aus. Was wollen die denn? Denken die, ich fahre wie so ein Haufen Kacke da rum?
Entschuldigung, Mille, für die Störung, aber hier, deine Pizza ist da. Eine leckere Schweinesalami-Pizza nur für mich. Die Leute, die mich kennen, wissen ganz genau, dass ich richtig... Wir befinden uns in der Startphase und das hier ist Milles YouTube-Kanal. Musikalisch habe ich dann auch sehr viel gemacht auf meinem Kanal. Ob ich zum Beispiel irgendwelche Songs im Radio gehört habe. I wanna hold him while they mode is shut to me. Bada noche, si va la fiesta. Viva la bo, viva la bo. Look, if you had one shot. One opportunity, she's everything you ever wanted. One moment, she needed. Lade mir ab, yeah. Die Gedanken sind frei. Ich muss durch die Butze, hinter die Welt. Money over boy, money over man. La 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 la. Tom Spaghetti, he's sick, bomb spaghetti. Mama's on a garden already. Mom Spaghetti, he's nervous. Yeah! Whoa! DJ Popo, Vanilla Sky, exclusive for Summer Romance. Oh, baby. I'm a Batman. Skibbidi-dee, ba-ba-da-bo. Skibbidi, skibbidanger. I'm a real ranger. I like it, I like it, I like it. Wurde! Ah, jetzt, ja! Eine Insel! Ah, jetzt, ja! Meine Bewerbung für DSDS. Deutschland sucht den Super-Dulli. Nur keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Oder irgendwas Eigenes auf die Beine gestellt habe. Nur mal angenommen, ich hätte ein richtig fettes Studio. Wäre ich in der Rap-Szene angekommen, 1000 Euro Mikrofon, kann das denn nicht reichen? Es wird Zeit, meine Tracks in Bars zu unterzeichnen, nicht mein Nummer. Ich schau endlich wieder nach vorn, ich fühl mich wie neu geboren. Und sag es wieder und wieder, und Mann, ich sag es nicht einmal, sag es nicht zweimal, sag es so lang, bis sich die Erde dreht. Bis sich die Erde dreht. Schau endlich wieder nach vorn, ich fühl mich wie neu geboren. Und sag es wieder und wieder, und Mann, ich sag es nicht einmal, sag es nicht zweimal, sag es so lang, bis sich die Erde dreht. Bis sich die Erde dreht. Die Sonne kommt raus, die Sonne kommt. Felix, es geht los, pack deine Fackeln ein und los geht die wilde Reise. Portemonnaie geöffnet und ich kauf mir für ne Mark ne fette bunte Tüte, so wie ich es mag. Fünf weiße Mäuse und den Rest bitte nur Frösche. Kennst du meine Brüder schon? Junge, halt die Freude. Yeah, hey, Mann, ich liebe es zu rappen. Bruder, lass uns rausgehen und die Welt mit Hip-Hop retten. Yeah, ey, endlich kommt die Sonne raus. Gutes Wetter, Mann, ich hab auch richtig Bock darauf. Juhu, Mann, endlich kommt die Sonne raus. Gerne wissen, wie es ist zu sein wie ich. Was los, gib mir das Mikro. Würdest gerne wissen, was genau damit gemeint ist. Wenn du mein Feind bist, lauf. Ah, jetzt wird gemordet, Mann, ich häng dich auf so wie ein Schwein. Lass dich bluten und ich schlepp dich in die Dunkelheit. Felix, Junge, lauf, 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 so schnell du kannst. Doch im Wald hört man die Schreie nicht, zu große Distanz. Ich bin der Schlachter vom Herrn, dir helfen keine großen Sprüche. Sexy ass, roter Slip um ihre Hüfte auch. Super tolle Brüste, löse mir diese Gelüste aus. Du geile Frau, bringst dich auf Gedanken, die sind leicht versaut. Und nach dem nackten Akt bist du bereit noch einzubauen. Bin ich immer noch am Staunen, ist vielleicht auch nur ein Traum. Gefesselt an ein Bett mit so einer richtig heißen Frau. Ganz genau, hoffentlich wach ich aus diesem Traum nie auf. Zwick mich lieber nicht, ich hau dir auf die Schnauze rauf. Sexbombe makellos, ich hab das Verlangen nach dir. Baby Girl, du machst einen anderen Mann aus mir. Hey, nur ein Atemzug,
Ab jetzt beginnt die Datenflut. Ich hab den Kanal gebucht und abonniert. Ich bin infiziert, ey, was machst du da? Find ich halt in meinen Augen echt unfassbar, ja. Und es muss dir nicht gefallen, nein, das sag ich auch nicht. Wo gehst du heute hin? Ich geh in die Wunderbar. Und wie fühlst du dich? Mann, ich fühl mich wunderbar. Ja, alles wunderbar, hier in der Wunderbar. Hey, ich liebe diese Wunderbar. Hey, und ich kann es nicht verleugnen. Diese Shots sind der Wunderbar, der Teufel. Berliner Luft, man Sambuca ohne Kaffeebohnen. Du hast Geburtstag, lass doch mal eine Flasche. Also in diesem ein Jahr wirklich, ey, da sind schon echt schnieke Dinger dabei gewesen, wie ich finde. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu denkt. Wenn ihr also korrekt seid, dann lasst doch mal einen Kommentar da. Kommentar da. Kommentar da. Karaoke habe ich dabei sehr oft genutzt. Sei es drum, ob ich meinen damaligen besten Freund gesucht habe. Der Wolli Zwolli, ey. Ich bin noch so die Haare so. Yo, Leute, was geht denn ab? Ich dreh grad völlig durch und konnte auch nicht schlafen die Nacht. Oder ein Lied für Carsten gewidmet habe. Carsten! Oh mein Carsten, wir polstern viel und wir bügeln. Ich sag ja, musikalisch ging einiges ab. Deshalb sind hier nochmal ein paar Highlights von den Karaoke-Versionen, die ich gemacht habe. Ey, wie geil ist... Ich bin so verpeilt, was ich grad suche, ist mein Schuh. Bin wieder undicht und steh jetzt mitten in meinem Flur. Ey Mann, was machst du da? Ich kann es nicht verstehen. Wille, halt die Fräuse, Fräuse. Wille, halt die Fräuse. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollegen, hey, hey, die Firma sieht dich. Ob Frühnacht oder spät, ey, kein Problem. Vier Runden polstern gehen, ey, kein Problem. Und ich sag, hey, die Firma sieht dich. Ob Frühnacht oder spät, ey, kein Problem. Vier Runden polstern gehen, ey, kein Problem. Ich in die Frühschicht rein. Wieder Mann. Schau mich dieser Typ da vorne ganz fies an. Hast du ein Problem, dann lass das klären, Mann. Komm, lass vor die Tür. Hey, wieder Mann. Schau mich dieser Typ da vorne ganz fies an. Hast du ein Problem, dann lass das klären, Mann. Komm, lass vor die Tür. Ich hab auch jeden Punkt. Wir trinken Bier, geben Vollgas und hauen die Gegner weg. Männer. Und ich hab auch jeden Punkt. Wir trinken Bier, geben Vollgas und ich hab auch jeden Punkt. Ich bekomm die Schnauze nicht voll. Ey, was machst du da? Mille dreht ne Folge, oh geil. Ey, halt die Fresse, Mann. Mille dreht ne Folge, oh geil. Ey, was machst du da? Abonnier doch mal meinen Kanal. Ey, Milles YouTube-Kanal. Ich bekomm. Aber jetzt mal genug mit der Musik. Mein persönliches Highlight war auf jeden Fall diese Szene. In Folge 34, genau. Und letztens habe ich mir ein PlayStation-Spiel gekauft. Und wie so üblich muss man erstmal seinen eigenen Charakter erstellen. So, dann nehmen wir erstmal, nee, männlich nicht, weiblich. Genau, eine geile Alte will ich haben. Eine Frisur noch? Oh, nie, Alter. Oh, Mänkchen? Nee, das andere. Mänkchen! Jetzt noch die Haarfarbe? Nein! Oh, Mäuschen! Madonna Mia! So, was gibt's hier noch? Brust? Ja, dann pump mal auf die Dinger! Was ist hier noch? Das gibt's doch nicht! Man kann auch noch die Genitalien aussuchen! Was ist das denn? Hühnerfrikassee, wie lecker! Leute, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, wie oft ich eigentlich sage, wie geil ist das denn? Oder wie oft ich sage, was ist das denn? Bei dem Zusammenschneiden der Highlights ist mir aufgefallen, dass ich das wirklich sehr oft sage. Hinter der geschlossenen Cockpit-Tür schlafen Piloten ein. Was ist das denn? Wie geil ist das denn? Hat matching diamonds for six of my bitches. Was ist das denn? Wie geil ist das denn? Was? Ich
habe 2 Jahre in meinem Leben damit verschwendet, auf Toilette zu sein? Was? Wie geil ist das denn? Sie ihm aus dem Freundeskreis einfach wegnimmt? Was ist das denn? Was ist das denn? Ey, was ist das denn? Wie geil ist das denn? Ich habe für eine Hecke 3 Wochen gebraucht. Was ist das denn? Wie geil ist das denn? Was ist das denn? Musikvideo ist online gegangen. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Was ist das denn? Wie geil ist das denn? Werbung zu machen. Oh ja, das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Hallo, ich wollte Sie gar nicht weiter stören. Ich wollte nur fragen, haben Sie die YouTube-App auf dem Handy? Ja, wieso? Was wollen Sie denn? Dann geben Sie doch mal her. Schauen Sie doch mal bei Millis YouTube-Kanal rein und abonnieren Sie diesen Kanal. Alles klar, das war's auch schon. Oder juckt in die Fresse. Okay, tschüss. Mach dir dein eigenes Projekt zu deinem eigenes Projekt. Nimm es selbst in die Hand. Mooshammer. Da ba da ja je bi bi ey. Da ba da ja je bi bi ey. Da ba da ja je bi bi ey. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Also nimm dir was zu fressen und let's go. Popelicious, ein Geschmack für jeden Mann. Was machst du da? Falls sich jetzt manche Leute fragen, ob ich vielleicht irgendwie... Mir wurde damals mal von meinem großen Bruder mit einem Hammer auf den Kopf gehauen. Aber mehr auch nicht. Ich bin durch und durch ein humorvoller Mensch. Außer wenn ich auf dem Fußballplatz stehe. Aber ansonsten bin ich sehr positiv gestimmt. Ich renne immer mit einem Lächeln durchs Leben. Ganz ehrlich, ne? Hallo! Was machst du da? Spaß muss sein, Leute. Wenn du meinen Humor nicht magst, dann ist es halt so. Aber mir kommen schon echt bescheuerte Sachen in den Kopf. Grüß dich, grüß dich, servus. Ja, hallo. Moin, Nachbar. Ey, was machst du da? Mach's gut, wir treffen uns nachher zum Grillen. Eigentlich kann ich gar kein Skateboard fahren. Ein Olli krieg ich hin. Aber Kickflip, Heelflip, 180, 9060 Grinding, 96 Flip in the House, Alter. Ey, ich hasse Hecke schneiden. Oh Mann, ich vermisse den Schlagermove. Ey, was machst du da? Was sind das für Nummernschilder? Woher kommen die? Aus welchem Landkreis, Stadtviertel, Bundesland kommen die denn? BÖ. BÖ ist zum Beispiel Birmingham. Ein großes Dankeschön nochmal an Sadi, der mir den Strudel erstellt hat. Ich habe mich auch oft mit Alexa unterhalten. Ey, diese dumme Alexa, ey. Alexa! 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 Wie viele verschiedene Baumrinden gibt es? Was bedeutet Geistesblitze? Alexa! Was bedeutet E-Mail? Ey, ich stell dir ganz normale Fragen, Alexa. Bist du geistesgestört oder was? Alexa! Alexa! Wer ist Lou Bega? Alexa, willst du mit mir Spaß haben?
Was bedeutet Track? Wer ist perfekt? Alexa! Keine Antwort! Alexa, du schläfst noch. Ja klar, Alexa! Ich habe gewisse Telefonate führen müssen. Wolli, du alte Säge, du Junge! Was geht ab, Mann? Ich mach jetzt YouTube und... Ja, hallo, Herr Miele, mein Name. Ja? Ich bräuchte mal wieder einen Termin bei dem Doktor. Hallo, Freund. Na, bist du zu Hause oder was? Wie geht's dir? Ja, Polizei? Ja? Hallo? Ja, hallo. Mein Name ist... Ja? Grüß dich. Was ist denn passiert? Wir haben aktuell Corona-Pandemie. Hi, Maurice, Junge. Grüß dich. Schon wieder ein Anruf. Schlägel. Sei gesegnet. Ich rufe an, weil ich kann meinen Link auf Instagram leider nicht posten. Und ich habe euch schon ganz viele wahre Geschichten erzählt. Eine wahre Geschichte. Wahre Geschichte. Wahre Geschichte. Wahre Geschichte. Wir haben uns vor 2 Jahren eine Kommode gekauft. Da kam mein Kumpel die Treppe hoch mit 2 Viererketten Wolfsrudel. Die Tierärztin hat gemeint, ich könnte das auch selber zu Hause machen. Da müsste ich nicht ständig hier in die Praxis kommen. Auf einer Wiese war noch ein Spielzeug für Kinder. Und diese Kommode musste letztendlich 3-mal neu gekauft werden, weil ich es nicht geschissen habe, diese scheiß Kommode zusammenzubauen. Er ist die letzte Stufe angekommen. Was ist passiert? Er ist einfach umgekippt. Ey, was machst du da? Ich soll also selber mit meinen Fingern hinten an dem Po-Loch von Wilma massieren und dann drücke ich da so ein bisschen drauf, als wenn man einen Pickel ausdrücken würde. Man quetscht ein bisschen und was für... Leute, und das war's mit meinem Jahresrückblick. Ein Jahr, ey, was machst du da? Es ist wieder soweit. Das war's, es ist vorbei. Endlich wieder. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit dieser Folge. Liebe Kollegen, Leute, wer es noch nicht getan hat, abonniert meinen Kanal. Ansonsten bleibt alle putz und munter und gesund. Macht's gut, Leute, und bis die Tage. Peace out. Ach so, und Tom. Ja, Tom. Wo ist eigentlich dieser Besen? Ich vermisse diesen Besen. Wann bringst du mir den Besen wieder zurück?